Liebe Vorwärtsfans, wir sind jetzt mittlerweile gut angekommen im Hotel. Bei mir unsere Nummer 1 und Kapitän, der Reini Großalber, und unser Innenverteidiger Champ Sebastian Dierenberger. Ja, lieber Reini, wie war der erste Tag für dich? Wie war die Anreise? Ja, es war eine sehr, sehr lange Anreise. Wir sind um 1 in Steyrwick gefahren nach München. Von München ist dann unser Flieger gegangen nach Antalya. Und insgesamt nach, glaube ich, 12 Stunden sind wir dann da im Hotel angekommen. Genau, was habt ihr dann noch gemacht im Hotel? Habt ihr Training schon gehabt? Ja, es war eigentlich ein Training am Plan gewesen, aber es hat sich ein bisschen verzögert alles und jetzt haben wir nur eine kurze Mahlzeit zu uns genommen, haben dann den Wellnessbereich ein paar Spieler sich angeschaut und dann ein paar noch ins Fitnessstudio und jetzt am Abend haben wir noch Abend gegessen und Besprechung gehabt mit dem Trainer. Danke, Reine. Sebastian, du bekannt für die Grafkammer, warst schon dort? Heute noch nicht, das werde ich dann ab morgen starten. Wie gesagt, ich war heute im Wellnessbereich unterwegs und jetzt werden wir den Abend noch ausklingen lassen, ein bisschen Fußball schauen und vor Schlafen geht, damit wir morgen fit sind. Danke.